Und wieder ein... Oh fuck, ich hab vergessen, das Action zu machen. Jetzt habe ich hier auf Panzer XP. Jetzt ist es geschäftlich aus. Und ich habe wieder 1000 XP bekommen. Also diese 300 XP, die kriegt man für goldenen Panzer. Was steht da? Ah ja, okay. Kriegt man für goldene Panzer. Seit neuestem haben sie eingeführt, dass die goldenen Panzer irgendwie ein paar Prozent mehr XP und Geld bekommen. Neue XP. Dann spiele ich mal einen Kampf auf Valentine 2. Drehe ich mal einfach mal eine Runde, weil ich drauf Bock habe, mit euch hier eine Runde mit Valentine 2 zu drehen. Und das Suchsystem von World of Tanks. Also ich erzähle euch mal die Vorgeschichte von diesem Suchsystem, wie es alles anfing, wie scheiße es damals noch war und wie geil es jetzt geworden ist. Früher, noch ganz am Anfang, war das Suchsystem, klickst in den Kampf und kommst einfach zufällig mit irgendwelchen Spielern in den Kampf. Da kannst du sogar mit Leichttraktor, mit IS-7, also mit Level C, also Level 1 mit Level 10er Panzern in einen Kampf reinkommen. Das war manchmal etwas blöd, da konnte ich nichts antun, nichts machen. Also, oh, ich habe wieder voll vergessen vorzulesen, wie die Map heißt. Ist aber egal, ich erzähl weiter. Man konnte einfach nichts machen und das Suchsystem hat auch recht lang gesucht. Ich denke manchmal auch über 5 Minuten und so. Mittlerweile sucht es maximal 5 Minuten. Nach 5 Minuten sagt es einfach, falls es mal nicht in die Kamera kommt. Ja, es gibt keine Spieler. Wählen Sie einen anderen Panzer aus und versuchen Sie, ein Team reinzukommen in den Kampf. Ja, und früher auch noch. Danach haben sie das Suchsystem geupgradet und dann ist man schneller in den Kampf reinkommen, aber da war, denke ich, trotzdem noch mit einer Minute, also da war, muss man so knapp so eine Minute warten, um in den Kampf reinzukommen. Da haben sie auch Begrenzungen mit den Levels gemacht. Also am Anfang haben so wenige Spieler gespielt, deswegen haben sie einfach irgendwelche Spieler zusammengepackt, damit es zu einem Kampf kommt. Und mittlerweile spielen schon so viele Menschen, wo ich denke, ich weiß nicht, wie viele es angemeldet sind. Ich denke, insgesamt auf der ganzen Welt sind schon insgesamt 50 Millionen Menschen angemeldet auf World of Tanks Servern, also europäischer Server, russischer Server, asiatischer Server, amerikanischer Server und was weiß ich, was es noch für Server gibt auf der ganzen Welt von World of Tanks. Und jetzt kommt man maximal zwei Levels, also die Feinde sind maximal zwei Levels über dir oder unter dir, habe ich ja schon gezählt. Kann man Lux, nein, wurde gezielt, ja. Haben sie geupgradet und jetzt sucht man meistens nur 1-2 Sekunden statt 5 Minuten wie früher und kommt dann auch immer so ganz gut in den Kampf. Ja, ich bin hier auf die rechte Seite gefahren, obwohl ich eigentlich nach da fahren musste, weil ich ein schwerer Panzer bin. Eieieiei. Oder nee, ich ziel, denke ich, als ein mittlerer Panzer. Ja, dann ist alles okay. Blablabla, ist alles okay. Aber ich denke, ja, ich bin schwer gepanzert und bin auch langsam und da sollte ich eigentlich nach da oben fahren und dort kämpfen. Aber ich bin jetzt mal einfach mal nach rechts gefahren, weil ich einfach mal Lust hatte und hier mit euch geredet habe. Und es einfach vergessen habe, dass ich nach da fahren musste. Aber egal, ich hau auch hier einen geilen Kampf heraus. Die ist 85B. Sie ruft nur so, töte mich, töte mich, töte mich. Come on. Fuck, er bespricht mich. Ich muss schnell kaputt schießen. Nein, ich bin tot. Ich muss mich verpissen, ich habe keine Chance gegen ihn. Nein, er ist viel zu stark. Ah, du Wichser. Come on, bitch. Ah, letzter Schuss. Ah, jei. Fuck. Nicht kaputt gehauen. Wo ist die Supermacht-B? Wo ist die Supermacht-B? Wo ist die Supermacht-B? Ey, die zieht auch auf mich und da kommt noch eine Vierer. Er macht eins. Die Bitches, ja, die Bitches alle auf mich. Scheiße, ich stehe auch so ungünstig hier. Mein Nachteil-Typ wurde gerade gekillt und die Bitch wurde gepickt. Ja, das ist sehr positiv und der hat richtig auf mich. Ich muss aufpassen, ich muss richtig aufpassen. Und die Supermacht-Spiel kann sich in den Arsch ficken. Ich fahre nicht heraus und lass mich nicht einfach so töten. Und das ist eine richtige Bitch. Ich muss, ja. Pick dich! Bitch, bist du tot? Ich sehe nur rot, ja. Der feindliche Valentine 2 eventuell schießt auch mit Gold.
Er durchbricht mich auch nicht und er steht mit der Seite. Da ist meine Chance zu sprechen höher als bei ihm, weil ich stehe besser mit der Seite, also nicht so 90 Grad. Dann hat sich mein normalen Schuss und warte auf Unterstützung. Wester, die West. Artillerie ist im Angriff. Ah, richtig. Ich muss noch einen Kampf auf Artillerie austragen. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Ich wollte noch einen Kampf auf der Artillerie austragen. Das werde ich gleich machen. Ich denke mal, auf der Hummel werde ich es machen. Und wenn ich es rausfahre, werde ich sterben. Und meine, nein. Die Location ist verloren. Ich lande meinen Explosionsschuss. Ah, das war doof von mir, Explosionsschuss zu laden. Damit unterspreche ich ihn jetzt, diesen Wichser. Come on! Ich kann es vergessen. Ich fahre zurück und da kommt meine Unterstützung. Ein M8-1 von mir und der Valentine wurde gepickt. Ja, ich weiß aber nicht genau, wie viel der M8-1 Damage hat. Wenn er 100 Damage hat, dann haut er mich mit One Hit kaputt. Deswegen habe ich Angst, jetzt rauszufahren. Das würde ich jetzt rausfahren. Ich bin rausgefahren. Bitch! Nein! Fuck! Die feindliche Artillerie hat mich gefickt. Schade. Aber ich habe da ganz gut die Position gehalten. Mein Team ganz gut unterstützt. Und wir haben die rechte Position da ganz gut durchgehalten. Jetzt sollte mein M8-1 durchfahren können. Und die Artillerie zerstören können. Falls da natürlich keine Vereine mehr sind. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte hier für Artillerie mal eine Runde drehen. Nee, nicht für GWE 100, für Level 10er. Für eine gute Artillerie, mal für die Hummel. Ich habe nicht mal die entwickelte Kanone. Doch, jetzt habe ich die entwickelte Kanone. Ich packe einen guten Motor rein, den ich mir übrigens noch kaufen muss. Dann noch geile Ketten und dann noch hier Funkgerät. Schüsse, 18 Stück Goldschüsse für Artillerie. Die kosten zu viel und die lohnen sich auch nicht wirklich. Oh nee, ich will gar nicht Hummel spielen. Wieso? Egal, ich spiele einfach mal für die Hummel. Die hat voll die unentwickelten Typen. Ja, ich hab keinen Bock, die auch zu entwickeln. Wird zu viel kosten, Kohle kosten, weil das ist jetzt mal ein Ausnahmekampf mit der Hummel. Jetzt einfach mal ein Kampf mit der Hummel spielen und mal schauen, was sich daraus ergibt. Eventuell kommt ein geiler Kampf raus. Ich komme zu Level 8 dann rein. Übrigens da unten unter der Liste. Die Map Highway. Ja, diesmal habe ich nicht vergessen vorzulesen. Standard Fight. Übrigens, unter der Liste der Panzer, also der Teams, stehen auch immer Tipps. Aber die Tipps sind so billig, ist egal, die vorzulesen. Nur zum Beispiel, schießen sie nicht ihre eigenen ab. Wow, bester Tipp ever. Also darauf bin ich jetzt nicht gekommen. sein eigenes Team abzuschießen, das macht nur schlechter. Ich habe hier die Hummel gewählt, nicht eine niedrig-levelere Artillerie oder wie man das so nennt, weil die Hummel kann über die ganze Map schießen. Die Level 2, Level 3, Level 4 Artillerien oder so können nicht über die ganze Map schießen und oh mein Gott, haben sie Hummel langsam gemacht. Oh fuck, früher war Hummel einfach nur richtig geil. Oh, das war einfach nur ein Rennauto. Hummel war ein Rennauto und das in der Zielkreis, die haben Hummel kaputt gemacht. Seit dem Update, wo sie die Artillerie kaputt gemacht haben. Also, die haben gesagt, ja, wir haben das Ziel besser gemacht. Jetzt verfehlt man weniger und so, bla bla bla. In Wahrheit haben sie einfach nur die Artillerie kaputt gemacht und nur so legitimiert, legitimiert die Artillerie kaputt zu machen. Und Hummel konnte auch früher ihre Kanone besser zur Seite bewegen, also hier nach rechts und links, bevor sie sich wieder bewegen sollte. Ja, also dieser Zielkreis ist, wie ich gerade gezielt habe, dieses Geräusch bedeutet, dass ich maximal gezielt habe. Dieses grüne Dings hier, dieser grüne Streifen, der zeigt, ob ich den Feind hier gut treffen kann oder schlecht. Rot bedeutet gar nicht oder auch sehr, sehr schlecht. Eigentlich gar nicht. Da sieht man das, ich treffe in das Haus herein. Also ist eine hohe Chance, dass ich ins Haus treffe, eine geringe Chance, dass ich hier treffe. Und dieser Streifen da zeigt an, dass ich da schlecht treffe.
Oh, aber auch Batterie finde ich jetzt eigentlich voll langweilig zu spielen. Und da sie sie vor kurzem kaputt gemacht haben, habe ich eh keinen Bock mehr für die Artillerie zu spielen. Und ich spiele auch gar nicht für Artillerie, ich spiele nur für normale Panzer, weil es auch für normale Panzer viel mehr Spaß macht, als einfach hier noch zu campen und zu warten. Wann fährt er endlich aus seinem Versteck heraus? Ah, come on, zu 152er, bleib stehen, nein, gut, das ist die gute Entscheidung, zurückzufahren, da kann ich noch hinziehen, nein, nicht töten, hör, ich kann sie nicht treffen, was ist los, ach, da ist ein Berg bestimmt, ah, ist ja richtig Bulli-Spuli, kacke, das ist langweilig, man trifft keinen, man zieht eine Ewigkeit und dann wird der Feind gekillt oder er fährt einfach weg und dann macht es einfach keinen Spaß zu spielen, aber ich, damit ihr mich hier nicht mehr fragt, weil mich haben da einige Leute gefragt, hört ihr mir zu spielen, zeige ich euch, dass es auf Batterie keinen Spaß macht zu spielen. Ja, ich kann auch nicht so wirklich gut Batterie zu spielen. Eventuell, wenn ein Profi-Artillerist oder wie man die nennt, die Typen, die auf Batterie spielen wird, dann wird es bei ihm vielleicht interessanter sein, weil er halt viele Tipps und Tricks kennt. Ich kenne zum Beispiel keine Spiele, eher auf normale Panzer und gerade hier. So, ich habe zu Ende gezielt und ich versuche mal gleich zu treffen, wenn er jetzt stehen bleibt. Nein, er will jetzt nicht stehen bleiben. Scheiße, roter Strich. Und der Wichser hat Feuer! 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 Nagreo. Ja, Nagreo heißt einfach nur, ja, neben ihm getroffen und der Splash der Mensch hat ihn umhüllt, was weiß ich, und die kommen von uns von rechts und so rüberjumpen kann man, indem man Ctrl drückt, taucht die Maus auf und danach rechts auf die Map klicken, dann springt man ganz schnell auf der Map rüber und der Churchill 7 sieht ganz lecker aus, aber ich lade die Ewigkeit nach, früher hat auch Hummel viel, viel schneller nachgeladen und ich bin gleich tot, weil der Chaffee gleich kommt und mich einfach nur zerbangt. Hier sieht es ganz lecker aus. Der Ferdinand ist langsam, aber ich muss hier. Wer steht da? Ne, die Ram BWT. Rheinmetall Börsing Waffenträger habe ich auch übrigens. Muss ich mal spielen für den. Und in der Stadt ist Artillerie richtig schlecht. Also in der Stadt kann sie richtig schlecht treffen, weil die ganzen Häuser stehen im Weg und die ganzen Spieler verstecken sich dahinter. Aber jetzt können wir 85. Könnte ich eventuell treffen, falls ich mal schneller ziehen würde. Und ich ziele auch so langsam, weil meine Typen im Panzer sehr schlecht entwickelt sind. Also nur 50% von 100% sind. Und der Sieger ist auch so riesig. Ich schieße mal auf Glück. Und ja, 86 Damage. Und wir haben einen blauen Typen. Ja, der blaue wurde schon gefickt. Und wir haben, denke ich mal, wieder verloren. Weil wieder mal so ein Noob-Team wir hier haben. Das ist richtig, richtig scheiße und ne. Einfach nur erschießen, aber ich brauche ein Haus. Gibt's hier ein Haus? Ein Haus, ich brauche ein Haus. Gib mir ein Haus. Ich will mich einfach nur erschießen. Es lohnt sich nicht mehr hier zu spielen. Aber ich denke, hier gibt es keine guten Häuser zum Erschießen. Ich versuche es mal auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ding da. Der Wasserturm, den IS muss ich noch versuchen zu töten. Da gebe ich nicht auf. Da werde ich nicht aufgeben jetzt. Ah, der 375er killt ihn nicht und der wurde doch gekillt, der ist, aber nee, ich erschieße mich eh nie. Ich wollte es vielleicht euch zeigen, wie man sich erschießt, aber nein, ich kämpfe immer bis zum Letzten. Ich gebe nie auf, ich gehe immer drauf, ich hau alle immer kaputt. Wo hat der eigentlich hingeschossen? Irgendwo einfach mal in die Luft. Oh, der IS hat Probleme, der IS ist weg. Und zwar ganz schnell weg. Und ich schieße mal auf gut Glück. Gar nichts. Ich werde aufgeklärt. Ich wurde aufgeklärt. Und ich muss mich jetzt wirklich erschießen gehen. Sonst werde ich gleich hier noch gekillt vom verfickten Chaffee. Ja, der Chaffee knallt mich jetzt ab. Wetten war. Nein, er knallt mich doch noch nicht ab. Und da dieser Kampf so mega verloren ist, versuche ich mich gleich zu er wurde doch gekillt, aber ich versuche mich trotzdem jetzt gleich zu erschießen, weil es sich gar nicht mehr lohnt zu spielen. Ich war einfach hier ran und also ich will es euch hier zeigen, wie man sich erschießt. Also man fährt hier ran, zielt nach unten und drückt einfach ab, ich noch bis zum Ende und drückt einfach ab. Scheiße, ich hab nicht gut, ich muss noch 30 Sekunden warten.
3 Sekunden, Leute, haltet sie für 3 Sekunden auf. Ich muss noch schnell nachladen. Ich muss schnell nachladen, um mich zu endgültig zu erschießen. Leute, Leute, Leute. Ah! Ich hoffe, die kommen nicht in 3 Sekunden zu mir an. 2 Sekunden, halt ihn auf, halt ihn auf. Fuck. Fuck, 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 halt 20 Sekunden, ich hab schon geschrieben, halt. Wer hat mich aufgeklärt? Fuck, der hat geknallt mich, denke ich gleich ab. Ich muss. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ich hab mich selber gefickt! Wer da unten steht, ich hab mich selber umgebracht und ich werde selber angezeigt, dass ich mich selber gekillt habe. Und da steht bei den Leuten, der Spieler hat sich selbst getötet. Ich denke, ich werde jetzt bestraft oder so, keine Ahnung. Aber Artillerie wurde richtig schlecht gemacht und meistens muss man sich einfach nur erschießen. Also es macht gar keinen Spaß mehr für Artillerie zu spielen. Und ich mach mal hier. Jo. Nee, come on. Jetzt alle Panzer und ich drehe noch eine Abschlussrunde auf meinem Lieblingspanzer. Ja, na, nach Chinesen natürlich. Auf meinem Lieblingspanzer, dem PZ2. Noch die letzte Runde und danach werde ich die Aufnahme beenden. Eigentlich, ja, darf ich jetzt nicht auf PZ2 spielen, weil dann dauert die Aufnahme schon länger als eine Stunde und zwar viel länger als eine Stunde. Aber, ja, ich gönne mir mal noch eine Runde. Und ich bin scheiß reingekommen. Eventuell werde ich jetzt schnell sterben, was ich nicht hoffe. Ja, also ich hoffe, dass mein Team ganz okay spielt und mich nicht einfach im Stich lässt. Da jetzt nach oben fahren, fährt nach oben, zack, fährt nach oben, habe ich ihn jetzt geschrieben, den Typen. Come on, Leute, einfach mal nach oben fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Ich habe, denke ich, das Weichheitszeichen falsch gestellt. Ist aber egal. Die haben verstanden, was ich gemeint habe. Falls es kein Nutzen ist, das spielen doch eh nur da Schüler hier im World of Tanks. Nur also Schüler, mit Schülern sind Spieler gemeint, die so 10, 8, 9 Jahre alt sind. Die einfach kein Skill haben in World of Tanks und auch bestimmt kein Skill sich so schnell anarbeiten werden, weil halt ja Kinder, versteht sich. Ja, ich fahre jetzt mal ganz langsam nach links. Naja, was heißt hier ganz langsam, mit 40 km/h, und ich bin wieder, denke ich, alleine. Die drei Artillerien, die hier stehen, sind keine wirkliche Hilfe. Nur der BT2 ist mit mir nach links gefahren, aber er ist auch wirklich keine große Hilfe. Und ich bin doch gar nicht mehr so schlecht reingekommen, wenn ich mir so anschaue. Alles Level 2 Feinde, also ganz gechillt. Da ist schon der erste Feind, der T7K, da kann ich eh nicht sprechen. Und auf 450 Meter Entfernung kann ich ihn eh nicht treffen. Deswegen muss ich mich ihm ein bisschen nähern. Ich war wieder mal nach oben. Also mein standardmäßiger Platz ist da oben an der Mühle, weil ich finde den Platz einfach nur richtig cool. Hier außen zu fahren oder durch die Mitte ist einfach sofort sterben. Nee, come on. Diesmal fahre ich mal unten durch und die Feinde, die raschen richtig durch die Mitte. Ich fahre mal hier unten vorbei und komme mal dem T7K. Von hinten unterstützt mein BT2 so. Ich hoffe, hier gibt es keine Feinde hier unten. Solche verfickten Camper. Ich hoffe, hier gibt es keine. Jo, also der BT2, der hält sich ganz okay. Der kriegt Unterstützung von unserem T7K. Übrigens, der T7K kann sich gegen. Kann den T7K vom Feind durchbrechen. Der T7K vom Feind ist anscheinend voll der Noob. Und ich werde ihn gleich einfach nur in den Arsch zerficken. Come on, Bitch. Come on, come on, come on, come on. Ich fahre ein bisschen zurück. Ich habe keinen Bock, so nach oben zu fahren. Da oben ist eh nichts. Zack, 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 zack. Und er ist ganz, ganz schnell. Ja, was ich noch vergessen habe zu erzählen, was ich andauernd verwende, falls man Shift drückt, also die Taste über Control links, da kommt man ganz schnell in den Sniper-Modus und der T60er ist voll der gefährliche Wichser. Und ich bin ganz alleine gegen ihn und der meint es mit mir jetzt sich hier. Ich brenne. Wow, 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 wow. Mein Motor ist kaputt, ich muss fahren. Wer hat mich gerade getroffen? Der T60er.
Feuer, 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 Feuer! Ich muss aufpassen! Ich muss aufpassen, hier, hier, richtig mein Skill aktivieren. Ich muss hier, wir wollen in alle Richtungen fahren, hier irgendwie ausweichen versuchen. Die eine Artillerie hat sich schon ertränkt. Das ist auch ein, eine gute Möglichkeit, dem Feind kein Kill übrig zu lassen und Selbstmord zu begehen. Aber das wird, denke ich, stärker bestraft, als sich selbst zu erschießen. Aber bestimmt werden die beiden Methoden gleich stark bestraft. Man kann auch von einer großen Höhe runterfallen und dann geht der Panzer auch kaputt. Ja, zerstört. Nächster Kill, schon 3 Kills hier rausgehauen. Und ich weiß nicht, wo die restlichen Feinde sind. Die sind da alle in der Ecke. Wir kommen jetzt von allen Seiten. Sie haben verloren. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht getötet werde. Der T1E6, Mann, backen das Gebüsch. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier gekillt werde. Ah, schade, er wurde schon gestealt. Ich muss hier den Aufklärer spielen mit 23 Leben. Ich bin One Hit. Deswegen verstecke ich mich jetzt mal hinter der Leiche. Warte, bis meine hier aufklären, damit ich nicht unter Beschuss stehe und sofort sterbe. Ja, nur noch 2 Feinde, die ertränken sich eventuell auch. Nee, die ertränken sich nicht. Sie haben sich dort verkrochen. Come on, du Bitch. Nam, 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 nam. Halt's den weg, halt's den weg. Mit einer Ladung, mit einer Ladung Schüsse hier. Schade. Schade, nur 3 Kills, ist aber gar nicht einmal so schlecht. Und das war der letzte Kampf und... Ja, ich beende da mal die Aufnahme. Also, der Fury ist voll cool. Nächstes Mal spiele ich für ihn bestimmt auch. Und eventuell spiele ich auch bei der nächsten Aufnahme für Level 7er und Level 8er Panzer oder so. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!